Chuck Norris war derjenige, der das Apple-Logo gebissen hat. Herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und nach der Ankündigung des letzten Videos und dem jetzigen Part könnt ihr euch natürlich noch denken, dass ich noch absolut todkrank bin und eigentlich im Bett liegen sollte und nicht nur absolut die Zeit verpennt habe, um in irgendeiner Weise einen Stream anzukündigen. Hust. Nee, also ich bin wirklich noch ein kleines bisschen nicht viel krank und würde deswegen den Stream deswegen erstens nicht machen, deswegen. Zweitens auch noch aus dem Grund, dass ich ja nun die Request bekommen habe, Bogen gegen Camellios. Den Bogen würde ich sehr, sehr gerne vorher noch verbessern. Und genau das ist jetzt auch heute unser Ziel. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob es irgendeine Besonderheit gibt, diesen Sachen zu bekommen, vor allem, weil ich auch nicht geguckt habe. Ich habe jetzt diese wunderschöne Rüstung. Ich habe nicht einmal geguckt, ob wir diese Fähigkeiten haben. Aber wir haben sie, Zerleger Eisenmann und Genesung Objekte schwach. Wartet. Ausrüstung ändern. Zack, Ambitionspiercing. Wir haben Zerleger Eisenmann, Glücksverstärker und Genesung Objekt schwach. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau Zerleger Eisenmann macht. Ich hoffe, dass es ist, dass man häufiger ausschneiden kann. Wenn nicht, habe ich mal wieder gefailt. Gibt es eigentlich noch anderes, was wir bekommen? Wir könnten noch Gift bekommen. Naja, nicht so wichtig. Wir kämpfen eh nur gegen Rathalos und Camellios. Das ist vor allen Dingen mit der Rüstung nicht mehr wirklich gegen Camellios. Daher lohnt sich das jetzt nicht. Wir werden aber die Rüstung gleich mal ausprobieren, damit ich weiß, mit was ich dann, wenn ich nicht gerade Bogen spiele, mit was ich denn so gegen die Drachenältesten antrete. So rum ist die Formulierung richtig rum. Ganz nebenbei, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ja, die Ankündigung war auf das 500 Abonnenten Special gerichtet, was sehr erstaunlich gut angekommen ist. Tatsächlich habe ich nicht mit so einer Resonanz gerechnet, dass auch tatsächlich jahrelang verschollene Abonnenten und auch neue da Sachen dazu schreiben, bin ich äußerst fröhlich drüber. Worüber ich noch fröhlich bin, ist, dass ich hier hoffentlich nicht mehr die Gabriel-Szene vergesse. Und worüber ich auch noch fröhlich wäre, ist es, wenn ich diesen Rathalos-Dinger jetzt direkt bekommen würde. Direkt kann ich auch mal gucken, ob vielleicht irgendein indirekter bis direkter Hinweis bei den ganzen Sachen mit dabei steht. Hier ist Azur-Rathalos, das heißt, ich brauche den. Ich hatte doch eigentlich zwei davon. Dann wird es ein schwer silberrathalos Panzer sein. Schwerer Panzer, der wie der Mond leuchtet. Mystisches Objekt. Ich weiß nicht mehr, ob das G-Rank ist oder High-Rank. Da es aber hier noch eine Dick-Rathalos-Schuppe gibt. Und eine Silber-Rathalos-Rückenpanzer, vermute ich, es könnte G-Rank sein. Somit halbwegs hoffentlich guten detektiven Schlussfolgerungen sollte das doch irgendwie hoffentlich ansatzweise passen. Übrigens habe ich, nachdem ich einmal so im Rausch war, wir haben immer noch keine Blitzkäfer, ne? Gut 7 Stück, aber grundsätzlich nein, wir haben immer noch keine Blitzkäfer, das ist äußerst kacke. Ne, auf jeden Fall, als ich einmal so im Rausch war, nach dem ganzen Schneiden und Herumschieben des 500 Abonnenten Specials, was so unglaublich pünktlich gekommen ist. Ich kann mich bloß immer wieder selber loben. Und habe ich den Drang verspürt, direkt weiter Sachen zu schneiden und zu schnippeln. Und habe mich nochmal ganz kurz, wirklich nur kurz, an das nächste Montage, nicht Special, an die nächste Montage gesetzt. Für die 50 bis 100 Parts aus dem Let's Play Monster Hunter Freedom Unite. Und ich kann euch einen sehr gut gemeinten Rat geben. Schaut nicht die alten Let's Plays.
Gut, es war halt tatsächlich ab und zu ein bisschen witzig, aber grundsätzlich so. Ich muss mir so fucking häufig gegen den Kopf schlagen. Also es war flacher als heute. Unglaublich, dass es noch so geht. Es war unprofessioneller als heute. Es war halt dauerhaft nach dem dritten, vierten Part noch asynchroner, als es heute so ist. Asynchroner. Und das ist einfach nur so ein What the fuck Moment gewesen. Ich bin froh, dass sich das alles so ein bisschen gebessert hat. Wenn auch nicht stark. Na gut, wir haben auf jeden Fall keine Unterstützung für unsere Hausierer-Omi hier. Nichtsdestotrotz. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal, damit wir es möglichst schnell über die Runden kriegen können. Das ist natürlich im Turm, deswegen funktionieren Fallgruben, glaube ich, nicht. Ich werde sie auch nicht mitnehmen, das ist sowieso kein Platz. Heiß- und Kaltgetränke kann ich weglassen, Bomben sind auch egal. Die Samen habe ich bereits dabei. Ja gut, dann kann ich eigentlich bloß sagen... Ah, ich habe was vergessen. Ja, ich habe was vergessen. Das ist eigentlich unwichtig. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal ganz kurz Toni wieder mit reinnehmen, aber ich denke für diese eine, hoffentlichst eine Quest, wir wissen ja nicht, wie das Spiel einen wieder verarschen will, das kann durchaus richtig hart schief gehen. Rückenpanzer wird man nicht aus dem Schweif bekommen, ne? Dann passt die Waffe. Und ich hätte gedacht, hier Toni mit Schockfallen und seiner Epischness und seine Ausstrahlung der Geilozösigkeit hätte durchaus da ein paar Vorteile gehabt, aber das wird schon. Ich werde jetzt einfach totflashen, dem Moment, wo er Rage wird, vorher meinen puren Aldente-Skill rausholen und dann gegebenenfalls nach drei Toten. Ey, ich hab Gegengift mit! Wusste ich, ne? Ein wahrer Bro hat immer Gegengift dabei, wenn er gegen Rathalos kämpft. Und ich hab Farbbälle mit. Woo! Geil, ich liebe Farbbälle. Sie sind immer so komplett unnutzlos. Gerade wenn man im Turm kämpft und wenn man sie unbedingt benutzen musste. Direkt auf die Fresse bekommt. Wunderschön. Warum habe ich nochmal nicht mehr so lange gegen Rathalos gekämpft? Es macht einfach so viel Spaß, hier Hallo zu sagen und fertig, aus ist der Scheiß. Okay, wir haben vielleicht einen etwas ungünstigen Start hingelegt. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir diesen Kampf so jetzt auf uns sitzen lassen müssen. Was hatte ich nochmal als Nachteilsfähigkeit? Genesung, Objekt schwach. Geil. Ich habe weniger Heilung. Nice. Richtig fucking nice. Das sind die Voraussetzungen, mit denen ich einen Silber-Rathalos besiegen kann. Egal, weinen kann jeder. Genug geweint. Wir stellen uns jetzt mal effektiv hier runter und sagen, fuck you, leck mich doch am Sack. Denn mit dieser Schockfalle ist er genau auf der richtigen Höhe, exakt dafür. Und vielleicht komme ich so auch ein bisschen in den Kampf rein. Ich weiß, der Kampf wird um die 20 Minuten dauern, wenn ich mich nicht allzu bescheuert anstelle. Sollte ich mich beschissen anstellen, wie zum Beispiel vergessen, dass ich keine besten Ohrstöpsel habe, wobei ich keine Rüstung habe, die beste Ohrstöpsel hat. Sollte das, wie gesagt, um die 20 Minuten dauern. Das heißt, wir müssen noch ein Weilchen aushalten. Nein, schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt direkt aus dem Shiny Drop das Ding bekommen und dann sagen können, fuck you. Mögest du noch in Ruhe und in Frieden leben, mein Freundchen. Aber sehr. Das Glück ist halt uns tatsächlich nicht vergönnt. Nichtsdestotrotz, wir haben ihn endlich wütend. Gut, endlich ist mein Silberloss auch so eine Zeitspanne von 2 Sekunden. Fuck you! Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz genesen. Ich darf noch meine Tempo-Taschentücher benutzen. Warum Tempo? Weil ich will, dass ihr nicht wisst, dass ich ein Solo-Talent bin. Gut, effektiv bin ich das, aber nicht mit den Taschentüchern. Wenn, dann benutze ich extra zart und mache damit Tempo. Wie das, was fliegt durch den Wald und ist weiß,
Exakt, ein Taschentuch. Und was fliegt schnell durch den Wald und ist weiß? Ein Tempotaschentuch. So, nehmen wir mal nochmal ganz kurz unsere guten alten Samen ein. Honey hat ja auch noch ein paar schöne Verstärkungen momentan mit drin. Ich bin mal wieder absolut begeistert von meinen, ich würde es jetzt nicht Skill nennen, ich würde es auch nicht Inkompetenz nennen, ich würde es Unfähigkeit zum Vermögen von Lernen und Konzentration mit Beibehaltung des Dauerfails nennen. Obwohl der Name ein bisschen lang ist, wir nennen es einfach Inkompetenz, die ich heute mal wieder an den Tag lege und damit mir selber beweise, dass dieses Spiel eigentlich nichts für mich ist. Ich als aber leider doch zu gerne spiele, um damit aufzuhören. Ich hab's schon nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe es tatsächlich geschafft, den Silberloss einmal umzuhauen. Gut, ich lag auch schon einmal am Boden, aber das ist ja jetzt fuck grundsätzlich egal. Ich hätte vielleicht nicht in Richtung Feuerball rollen sollen. Ich hatte ja gehofft, dass ich gegen diesen komischen Fuß komme. Leider war dem nicht so. Der Fuß war zu klein. Normalerweise zählt ja die Größe des Fußes nicht so. Wissen wir aus völlig unverfroren. Jedoch, ab und zu ist so ein sehr großer Fuß doch von äußerst gutem Nutzen. Man konnte nicht wegrennen. War mir jetzt eigentlich sicher, dass man da durchaus weiterkommen könnte. Wird mir jetzt eigentlich mit dieser Fähigkeit Heilung reduziert, mit dem Maxi-Trank trotzdem voll geheilt? Weil sonst wäre der Name Maxi-Trank doch irgendwie nicht mehr so einmaximalig, wie er gerne sein würde. Gut, wir haben mal wieder einen wunderschönen First Down hingelegt. Haben es geschafft, nach dem ersten guten Ergebnis in Richtung besser spielen, direkt wieder eine Pleite hinzulegen. Wenn ich so weitermache, sind meine High-Items zu Ende, bevor der Rathalos ein zweites Mal am Boden liegt. Und sich denkt, oh, die Lichtwärme aber schön. Denke ich mir auch jedes Mal ab und zu nachts, wenn ich so im Bett liege, boah, ist der Sternhimmel nicht schön. Und mein nächster Gedanke ist dann immer, wo zur Hölle ist mein Dach? Aber okay, kennen wir das nicht alle irgendwie? Genug mit Facecam geliebäugelt. Ich denke, ich sollte mich wirklich mal konzentrieren. So langsam genug gespäßelt, mein Freundchen. Holen wir mal ganz kurz den Skill ans Tageslicht. Was ein bisschen doof ist, wenn der Mond vor mir scheint. Hätte ich doch eher gegen Goldian kämpfen sollen, dann wäre das vielleicht auch besser gelaufen. Ich habe auch... Wow! Ich habe auch kurz überlegt, tatsächlich Großschwert gegen den zu nehmen. Einfach nur mal, um zu schauen, ob es vielleicht doch besser geht, weil ich ja nun erneut positiv von dieser Waffe überrascht wurde. Das habe ich aber nun während der Vorbereitungszeit dann doch wieder vergessen. Ich kann mir halt auch nichts länger als 3 Sekunden merken, wie es schon so wunderschön für euch festgestellt wurde. Dass ich es doch regelmäßig machen muss, bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Aber ich bin zumindest gefühlte 2 Minuten nicht nochmal gestorben. Und er liegt wieder. Woohoo, mein Heimbild ist noch nicht leer und er liegt da. Oh mein Gott, dass ich das noch erlebe. Okay, ich glaube, der Schlag hat echt nicht getroffen. Hat der... Also aus seinen Fehlern lernen ist keine Stärke, die ich beherrsche. Sagt er, guckt in die Facecam. Oh, fuck. Nee, also ernsthaft. Ich sollte langsam mal nach 700 Parts Monster Hunter tatsächlich anfangen, auf das zu hören, was mein nicht ganz so trottlicher Mund manchmal von sich gibt. Ich meine, ich gebe euch ja auch noch die besten Tipps. Wenn ihr auf absolut das hört, was ich euch sage und nie anders reagiert,
dann kommt ihr durch das ganze Spiel, ohne vielleicht sogar einmal Schaden zu bekommen. Zumindest ohne einmal zu sterben. Aber da ich ja nun mich selber als den inkompetentesten Gesprächspartner, den ich so kenne hier in diesem Raum, auffassen darf, und ja, Honey ist wesentlich kompetenter, und noch besser als der Bullshit, den ich von mir gebe. Jetzt habe ich den Sinn meiner Aussage verpasst. Verdammt, roter Faden ist weg. Ne, wenn ich mal auf mich hören würde und nicht wild rum agieren würde und dreimal in einem Kampf dieselben Fehler produzieren sollte, könnte, mache, würde. Würde, habe ich jetzt ziemlich häufig gesagt. Eine ganz schöne Bürde, das zu tun. Dann wäre das Ganze auch noch geiler. Aber egal. So ist es halt, wie es ist. Haut mich der Tail mal wieder weg. Roll ich gleich das nächste Mal in den Feuerball. Das sind so Sachen, die muss man halt machen, wenn das Leben wieder hat Sachen zum Lachen. Schachmatten. Egal. Ein weiterer Reihe muss mir jetzt mal kurz nicht einfallen. Ich begebe mich lieber in Sicherheit, weil momentan während dieser 3 Sekunden, die ich nicht getroffen wurde, und ja, die Zeit ist leicht überzogen, ist es ungefähr so Dragon Ball Z-Angaben mäßig, wir haben noch 5 Minuten, bis der Planet explodiert. Und so nahm die größte Lüge des Animes seinen Lauf. 20 Folgen lang. Wir haben noch 5 Minuten, explodiert der Fuck you. Übrigens gibt es ja auch eine Fan-Theorie, warum denn bei Dragon Ball Z dieser Kampf nicht nur 5 Minuten dauert, bis Freeza endlich besiegt ist. Weil sich Son Goku und Freeza einfach so schnell bewegen, das könnte das Auge an sich gar nicht wahrnehmen. Weil es ist ja tatsächlich so, menschliche Augen können dort in Dragon Ball Z relativ schnell nicht hinterherkommen mit den Bewegungen. Und dass dieser Kampf einfach verlangsamt wurde, um halt für das normale Auge das alles ordentlich darzustellen, dass wir als Zuschauer überhaupt mehr sehen als Explosionen überall. Obwohl das auch ziemlich geil gewesen wäre. Einfach so 5 Minuten random Explosionen aus dem Nix, Michael Bay Style, bis am Ende der Planet explodiert deswegen. Da war ich zu langsam. Fuck, ich werde höchstwahrscheinlich verwirrt. Hani, danke. Sehr liebenswürdig von dir. Und ich wäre höchstwahrscheinlich tot. Hast du den goldenen Orden für Goldigkeit verdient? Allerdings könnte es auch sein, dass diese Fantheorie absoluter Bullshit ist und die Macher sich einfach dachten, oh, Freeza, bösester Gegner bisher, lass das mal Ewigkeiten dauern. Aha. Da gucken bestimmt viele Leute zu und macht ganz, ganz vielen Leuten Spaß. Obwohl ich glaube, ich habe gerade Déjà-vu. Genau das habe ich schon mal erzählt an dieser Stelle. Denn ich habe halt schon mal Dragon Ball Z wieder versucht nachzuholen, so nachzugucken, was denn so passiert ist. Gerade so mit den Ereignissen von Dragon Ball Z Super, dachte ich mir, bevor das kommt, guckst du nochmal alles durch. Habe ich halt nicht geschafft, weil ich bei dem Kampf von Freeza aufgehört habe. In dem Moment, wo Son Goku zum Super Saiyajin wurde, hatte ich so viele Folgen in Durst, dass ich mir gedacht habe, fuck it. Way, Super Saiyajin, darauf habe ich jetzt 88 Stunden gewartet. Mit den 88 greatest Hits. Hey Bro, what's up? Kumpelino, wo bist du? Komm zu mir zurück! Hey, da ist er kommt wieder! Way, Party! Sehr schön, endlich habe ich einen Gegner, der genauso trottelig und bescheuert ist wie ich! Wenn ich fliegen könnte, ich würde auch Abhänge runterfallen! Ja, das passiert uns Idioten halt so! Also nicht, dass ich dich jetzt als Idiot bezeichnen will, Rathalos, oder aber mich, aber wir sind Idioten. Andernfalls hätten die Typen da keinen Grund zuzuschauen, andernfalls hättest du keinen Grund von Klippen zu fallen und Gebietsgrenzen zu ignorieren. Ich sehe schon, jedes Monster Hunter evolutioniert so Stück für Stück. Erst der Lauscher Lung, der meint, er müsste unbedingt durch Wände gehen und dies dann auch schafft. Er evolutioniert im Sinne der theoretischen Physik, der Quantenphysik. Das macht er sogar sehr gut. Er tunnelt durch Wände. Respektable Leistung. Dann gibt es noch den Gypsoros.
der sich entwickelt weiter ins Wasser. Und jetzt auch noch den Rathalos, der langsam anfängt, seine Flügel abzugeben. Und es lernt Gebietsgrenzen, Sachen, die fest sein müssen. Ich habe zum dritten Mal dieselben Fehler gemacht. Gebietsgrenzen, die fest sind, einfach zu ignorieren. Zu sagen, fuck you, ich bin das Mondlicht. Die silberne Gestalt am Horizont, wenn jeder denkt, oh mein Gott, die Sonne ist heute aber nicht mehr so gelb wie sonst. Das bin ich. Mir sind solche idiotischen Grenzen komplett egal. Für Freiheit, für Einigkeit und Brüderlichkeit sprengt er halt alle vorhandenen Grenzen. Regelmäßig, ab und zu wird er zurückgedrängt, so wie jetzt. Aber meistens ignoriert er einfach alles und jeden. Und gibt einen Fick drauf, was ich darauf sage und tötet halt mich. Aber das ist unwichtig. Was zählt ist, dass er das cool macht. Yay, yeah, ich habe einen Schweif getroffen. Ich fühle mich voll episch und so. Explosionen! Überall Feuer, Tod, Vernichtung. Und ich stehe da wie, Wind. Badass Move vom Hunter. Läuft. Also manchmal muss man sich auch trottelig verhalten, um in der Evolution weiter voranzukommen. Größtenteils aus dem Grund, dass man sich durch trotzig Verhalten halt selber aus dem Genpool definitiv entfernt und die Größe der Trottlichkeit weiter sinkt. Das ist so der Hauptdienst, den Leute wie ich halt nun mal tun können. Jedoch hat auch der Rathalos das hier perfektioniert. Immerhin lebt er allein auf diesem Turm. Wer weiß, was er mit Ratian so angestellt hat. Oder anstellen wollte. Wir hatten es, glaube ich, schon mal geklärt. Was war eigentlich hier die Questbeschreibung? Warum genau müssen wir diesen evolutionierten Fliegenteppich besiegen? Ich werde dir von einem geheimen Jagdrevier erzählen. Ja, die silberne Sonne scheint dort Tag und Nacht. Und es ermöglicht angehenden Jägern ein gutes Training. Hihihihihihi. Von der buckligen alten Frau. Bestimmt irgend so eine Hexe. Ja, jede bucklige alte Frau ist automatisch eine Hexe, die zaubern kann. Oberste Regel eines jeden Spiels, eines jeden RPGs. Es muss so sein. Gerade bei Japano-RPGs, was das hier zwar nicht ist, aber es kommt zumindest aus der Region. Also unsere Hexe will bestimmt bloß diese silbernen Fäden des Rathalos sammeln und für sich benutzen, um irgendeinen Zaubertrank zu brauen, der sie jung hält. Was weiß ich, zum Beispiel, der will eine Pflanze anpflanzen, die, wenn sie, oh, wie war das, das war die Blume, wenn man gesungen hat, ist alles schön geworden, wurde man jung, magische Kräfte, dann hat eine Person, wie ist die Kraftnummer, ich wollte gerade eine geile Referenz machen, aber ich habe selber vergessen, wie es funktioniert. Diese Blume, was hatte die mit Dornröschen bei Neuverföhnt gemacht, dass plötzlich Dornröschen diese Kraft hat? Nein, es war Rapunzel, sorry. Nicht Dornschößchen, nee, es war, dann hätte sie sich gestochen. Rapunzel. Sie hat ihr Haar auf die Blume heruntergelaschen. Ja, genau das war's. Gut gepflückt, ist klar, den Nektar irgendwie bekommen. Irgendwie sowas muss es doch gewesen sein. Verdammt, das war nicht mein Plan, hat aber erstaunlich schadenslos funktioniert. Okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz sagen, dass wir einiges an Zeit hier eingebüßt haben. Die würde ich sehr, sehr gerne wieder reinholen, was so viel bedeutet wie sorry, Rathalos. Das war der letzte Treffer, den du mich mit deinem spitzen Stecherschwanz so abgefangen hast. Nein, das war der letzte. Hör doch mal auf das, was ich sage. Wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Turbo machen. Was so viel bedeutet, wie ich werde meine Fallen so lange rausspammen, bis der Typ hier weg ist. Der muss echt dafür normal werden. Das waren ein paar Sekunden zu spät. Honey ist gerade nicht da, ne? Mein Honeymoon hat mich verlassen.
Vor uns steht Moon Moon. Keine Ahnung, wer den schon wieder zur Party eingeladen hat. Das geht ja immer schief. Oh, das ist schön. Oh, fuck. Ich muss spielen. Ich habe keine... Habe ich da die extra noch angesprochen, dass ich die Dinger mitnehmen will? Die Gameplay-Reihe-Szene? Und ich habe sie dann trotzdem nicht dabei? What the fuck? Bam, bitch. Und genauso wollte ich dich in der gottverfickten Falle fangen, die dann vor mir gestanden hätte. Aber nein. Mister, ich bin die Sonne am Himmel. Und wenn die Sonne überall über uns rankt. Gab es nicht auch ein Rammstein-Lied? Ich habe den Text vergessen. Die Sonne. Ging bestimmt irgendwie so. Und, die prangt halt da oben. Denkt sich, geil, jetzt komme ich runter und ich stehe dann halt im Weg.